ein neuer Auftrag rollt an. Ein defekter Chevrolet K30 soll gerettet werden. Klotzki ist skeptisch. Sieht von außen ganz schön verbastelt aus, das Auto. Ich weiß noch gar nicht, was damit ist. In den 80er Jahren ging beim US-Militär gar nichts ohne den K30. Unverwüstliche, einfache Technik für Soldaten im Schlamm. 80 Euro Stück. Ich weiß, aber ja, was soll ich machen? Ich kann ihn nicht backen. Danke, tschüss, tschüss, tschüss. Und? Ja, alles gut. Ja? Bisschen verbastelt die Karre, ne? Verbastelt? Läuft nicht. Oh. Nee, springt nicht an nichts. Nee. Bei dem Wort verbastelt klingeln bei Michael die Alarmglocken. Irgendjemand kauft sich bei eBay so ein Fahrzeug, ja, das natürlich Granaten im Sack ist und kommt hier an und an dem Auto ist leider ganz wenig gut. Wo andere Schrauber die Segel streichen, beginnt für Michael Manousakis die Herausforderung. Pass auf, die Kiste ist nicht so schlimm. Die Kiste ist nicht so schlimm. Die Substanz ist gut. Die Substanz ist gut. Muss er sich jetzt nur auslassen, was er mit seinem Motor machen möchte? Für den Besitzer war der K30 anscheinend kein Schnäppchen. Man hat das erst in Förster gefahren, dann einen Gartenbauer, dann einen Rocker und dann einen Schrauber. Und alle haben sich dran versucht. Und jetzt haben wir ein Auto, was alle Leute 10 Jahre lang gevögelt haben. Und er hat das bei 4,5 bei eBay gekauft. Und jetzt sollen wir es gerade machen. Das ist schwierig. Komm, lass mal den oben drauf stehen, bis der Kunde kommt. Und wenn ihm das dann zu teuer ist, dann können wir es ihm dann direkt wieder nach Hause fahren, oder? So machen wir es, ne? Das ist die Idee. So, gut, komm. Der Büroangestellte Johannes will zu seinem liegen gebliebenen K30. Michael wird ihm einen Kostenvoranschlag für die Rettung seines Chevrolets machen. Michael und sein Team haben bei dem K30 etliche Mängel gefunden. Aber sie kennen noch nicht jedes Geheimnis. Den Wagen habe ich vor gut 2 Jahren privat gekauft. Wie ihr gesehen habt, ist da kein Originalmotor drin, sondern da ist ein Benziner drin, der ist auf Bioethanol umgestellt worden. Auf Bioethanol? Bioethanol. Bioethanol ist ja gut, verstehst du? Aber Bioethanol in der Karre von Johannes mit einer Vergaseranlage und Kraftstoffleitungen, die sich auflösen, ist natürlich ein Riesenscheiß. Wir sind ein bisschen oldschool, ne? Wir schütten da Benzin rein oder Diesel und nicht irgendwelche Rüben destilliert oder Mais oder sonst irgendwas. Also ich mache das nicht mit Bioethanol. Pass auf, wir fangen mal einfach so von hinten an. Mhm. Ja? Kunden bringt man natürlich unangenehme Wahrheiten am besten so bei, dass man da erst mal drauf eingeht, was an dem Auto gut ist. Die haben nun mal die Neigung, dass die Pritsche unten durchrostet. Ja. Das hast du nicht. Okay. Das ist schon mal gut. Okay? Wenn du dir natürlich sagst, pass auf, die ganze Karre ist von vorne bis hinten Schrott, ne? Das ist schlecht. Dann hat sich irgendjemand, der ist auf die Idee gekommen, ja? Mhm. Um den so, weißt du, du kannst keine Auspuffanlage an einem Benzintank festmachen. Das ist halt, das macht man halt nicht, ne? Mhm. So, das hat er hier. Das hat er hier gemacht. Und dann hat er dir eine Auspuffanlage drunter gemacht mit allen Rohren, die er bei seiner Mutter im Keller gefunden hat. Ja? So, guck mal. Das riecht auch nach Tod, weißt du, als Schrauber. Das ist es. Das brauchst du nichts mehr dran machen. Dann hat er schon mal angefangen mit so einem Todesschaukeln, das Auto? Nee, beim Fahren noch nicht. Nee. Na gut, du hast auf jeden Fall einen falschen Lenkungsdämpfer drin. Ist aber kein Problem. Den kann man einfach tauschen, der kostet auch nur 90 Euro. Und die Kreuzgelenke hin von der Kardanwelle würden wir kontrollieren, wenn wir das auseinanderbauen. Weil das schlimmste Teil am Auto, was auseinanderfliegen kann, Alter, ist die Kardanwelle. Wenn die Kardanwelle auftritt, dann macht die Karre hier mit 3 Tonnen Stabhochsprung und springst über die Planke. Der Johannes ist natürlich ein guter Kunde, ist ein einfacher Kunde, weil der ist bis jetzt super schlecht beraten worden. Und alles, was die vorher geschraubt haben, ist auch kaputt gegangen. Und jetzt ist er bei uns. Der Motor ist im Eimer. Doch für Michael kein Problem. Schließlich finden sich überall auf seinem Platz verborgene Schätze. Hier, komm, halt mal den Scheiß fest. Mhm. 7519. So. Wollen wir mal gucken, wer da wohnt. So, guck mal. Genau, jetzt. Also, pass auf. Okay. Das hier
ist halt so ein 454 Big Block Motor. Ja, das ist so das Größte, was Chevrolet hergestellt hat. Das ist gewaltig. Ja, ja. Alter, das kommt echt brutal. Ne? Wir haben das unten eingebaut in so einem kleinen. Ja. Ey, wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% ist, dann kannst du das Ding nicht fahren. Hat kein Allrad, hinten ganz leicht, kannst du nicht fahren. Das ist echt eine Katastrophe. Aber so ist das natürlich einfach eine coole Nummer. Und das ist, wie gesagt, das Stärkste, was Chevrolet je gemacht hat. Ne? Satte 260 PS Motorleistung bringen den K30 künftig zum Schnurren. Sofern sich die beiden preislich einig werden. Der Motor ist so 3,8. Ja, das ist der komplette Motor. Die Auspuffanlage, die gebe ich dir dabei, die brauche ich eh nicht. Die ist ja eh dran. Mhm. So. Und die restlichen Sachen, pass auf, die können wir auch nur abarbeiten. Ich weiß nicht, was in deiner Bremse ist und ich weiß nicht, ob deine Sättel klemmen oder nicht. Mhm. Das geht nur einfach mit Schrauben. Mein Budget, was ich für das Ganze eingeplant habe, ist so um die 6,5 bis 7. Ja. Wow, von daher sagen wir, sollten wir so Schritt 2 machen. Ja, gut. Hoffnung für Johannes Traumauto. Johannes will die Kosten für die Reparatur seines Chevrolet K30 minimieren. Deswegen schraubt er selbst mit, wo er kann. Dieser Einsatz lohnt sich nicht nur für sein Portemonnaie. Ich habe halt gemerkt, bei den ganzen bis dato angefallenen Reparaturen und Kleinigkeiten, die der Wagen so in den letzten 2 Jahren mit sich gebracht hat, dass ich da relativ hilflos war und immer auf Dritte angewiesen war. Er wusste nicht genug über sein Auto. Und weil das jemand war, dem man das vermitteln konnte, habe ich ihm gesagt, das Beste ist, du schraubst hier mit, damit du weißt, wie das so alles vonstatten geht, wie die Sachen heißen. Dann fühlt er sich besser. Für Johannes geht es das erste Mal in die Grube. Mechaniker Volker spielt den Lehrer und hilft beim Einbau des 260 PS starken Motors. So, und jetzt packst du auch mal den richtigen Schlüssel, damit du nicht nur rumstehst, du sollst auch was lernen. Guck mal, ob du da rankommst. Ja. Oh, ja, ja. Die besten Tipps gibt's wie immer vom Chef. Volker, ich sitze gleich den ganzen Tag im Auto. Ihr macht eine neue Kraftstoffpumpe dran, die ist sowieso Schrott. Ihr tauscht den Wandler. Der Wandler muss in das Getriebe rein, okay? Und der muss sich, wenn der Motor drin ist, noch drehen lassen. Sonst ist er natürlich nicht drin. Wenn der sich nicht drehen lässt, hör genau zu, dann habt ihr es versaut. Okay. Dann müsst ihr den Motor wieder raus, den Wandler raus und dann muss der Igor in die Buchse, in die Pumpe vorne eine neue Buchse reinmachen. Die Außenanlage baut er weg, ne? Das Müll. Ja, okay. Okay? In ein paar Tagen soll jede Schraube sitzen und der neue Motor schnurren. Zwei Wochen später. Der Chevrolet K30 hat einen neuen Motor. Chefmechanikerin Rosi übergibt Besitzer Johannes sein Schätzchen. Wenn du willst, kannst du jetzt dein Baby das erste Mal auf die Straße bringen. Oh, gerne. Dann komm, lass mal hören. Mach mal Gas, damit du mal hörst, wie so ein Flickflock anhört. Motor, Leitungen, Auspuffanlage, Getriebe. Alles wurde ausgetauscht oder neu gemacht. Das Auto war völlig verbaut. Jede Werkstatt hätte das Todesurteil für den K30 gesprochen. Doch Michael und seine Crew konnten den Chevrolet retten. Jetzt kann Johannes wieder durchs Gelände düsen.